Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Und ich klinge nicht grundlos so motiviert. Die letzte Folge war wirklich komplett dumm. Einfach wieder zweimal durch denselben Dungeon rennen und dann noch durch einen dritten Dungeon rennen, um Beeren für die Gilde zu sammeln, für die wir dann auf einmal fette Belohnungen kriegen. Und jetzt geht's weiter mit dem Training. Oh, neue Beeren. Aber hey, ich habe den 5. Orden, was jetzt reichen würde, damit das Spiel mich wirklich mal surfen lässt, oder? Das dürfte ich eigentlich zwar schon seit 8,5 Jahren, ansonsten wäre ich nie zurück in die Heva-Region gekommen. Aber das ist doch egal. Der Entwickler sagt trotzdem, wir haben nicht genug Orden dafür. Jedenfalls hat er das bis vor kurzem. Ich denke aber sogar, man wird das vielleicht in diesem Dungeon müssen. Sicher verfehl ich, willst du mich verarschen? Da, ich verfehl dir gleich einen, da verfehl ich dir, easy. Jetzt sind alle meine Team-Pokémon auf Level 25. Gut, beschweren kann man sich da eher weniger. Aber da, dass ich das Ding face, kann ich mich beschweren. So muss das. Es ist nur ein bisschen unnötig, dass ich den Crit immer als zweites kriege. Wenn ich den Crit direkt hätte, würde es zum One-Hit reichen. Wow, diesmal war das zweite auch kein Crit. Glückwunsch. Ja, mal eine einen überspringen. Drachenzahn versteckt Drachenattacken, wobei ich ehrlich sagen muss, die Drachenattacken von Dratini, da behalte ich erstmal das Mystic Water. Das hat mir jetzt einfach nur gebracht, dass ich durch die Überreste nach und nach meine HP wieder voll regeneriert habe. Und das Ding überlebt sich ja mit einem fucking HP. Komm hier, du machst gleich als erstes Pokémon aus meinem Team. Ich bin immer noch neben der Pflanze, also warum nicht? Ich habe keinen Bock, dass ich wieder einen Gigasauger benutzen muss. Zack. Da ist schon wieder der Trainingsstein mit dem Boss. Und dann darf ich wieder zurück zum Anfang rennen, was so unnötig ist. Und irgendwie hab... Erstens habe ich gerade vergessen, mich vorzubereiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bald schwierig wird. Aha. Also mit Schwalboss bin ich sehr zufrieden. Und wenn ich an die andere Stelle Psyana packe, kann ich das fast nicht verlieren. Ich meine, Zweikampf-Pokémon gegen Flug und Psycho. Das Ding stirbt in der Runde dreimal. Und Level 26 für Dings. Endivier. Ja, ich darf wieder zu Abra. Also, irgendwer anders als Endivier hier. Dratini, dich hatte ich schon lange nicht mehr. Jawohl, ich kann das Ding one-hitten. Mystic Water OP. So, das sah dumm aus, ich weiß. War vielleicht auch irgendwie... Ah ja, noch ein Argument, warum ich hier eher das Mystic Water drauf haben sollte. Ich habe zwei Wasserattacken auf Dratini und nur eine Drachenattacke. Oder? Eine, die da... Warte, ich habe doch gerade... Also ich habe zwei Drachenattacken schon. Bloß eine ist unbeeinflusst von dem Item, weil die Save 40 Damage macht. Ja, nächster Tag. Gestern war das Trio-Team da erfolgreich im Vextrawald. Außerdem, wir haben gelernt, dass die vom Schatten eingenommen sind, wieder sie selbst werden, wenn man sie zusammenschlägt. Wir haben diese Nachricht schon an Brafurna weitergeleitet, die im Ocean Island ist. Aquafire, ihr habt 68%. Ihr müsst Kooperation lernen. Habe ich das klar gemacht, Cynthia? Ihr habt 80%. Und jetzt die Pflichten.
Greenleaf darf mal wieder hier beobachten. Ach, halt doch dein Maul! Jetzt, wo wir wissen, dass der Schatten sich bereits vorarbeitet, müssen wir dass Poketropolis in Alarmbereitschaft bleibt. Aquafire, Günthers und Go-Getters, halt's mal. Einmal mehr und du und ihr fliegt raus. Sorry. So, jetzt wo wir uns verstehen, ihr werdet weiter trainieren. Microsoft, ihr sammelt Bären. Das war's. Es ist so lame, Alter! Digga, ich sag euch, wenn ich gleich nochmal durch diesen Dungeon rennen muss, ich cutte das. Oder allgemein, wenn ich noch öfter durch einen Dungeon mehrfach rennen muss. Dauert halt nicht lange. Yo, Nidoking und Nidoqueen. Aber ich glaube, meine Auswahl war nicht schlecht. Natürlich, Vergiftung. Ja, der Surfer haut rein. Und hier wechsle ich. Stimmt, du wärst auch sehr gut gewesen. Alter, immer instant. So, als ob Nidoqueen lebt. Ah, komm hier. Ja, das habe ich gehofft. Level up. Ja, hab mal wieder gewonnen. Jetzt kriege ich Vergiftungsdamage. Geh mir aus dem Weg. Jetzt nicht mehr. Also 2, 3, 26er Pokémon Dratini noch nicht. Also bleibt der vorne. Dann kann ich hier einfach mal so ein paar LP mit snacken. Durch dich hoffe ich auch. Ach, leck mich. Schade für euch alle, dass es noch keinen Feentyp hier gibt, ne? Und du bist sowieso ein Spaten. Geh mir mal aus dem Weg. Wow, Spannung. Ich brauche nicht mal einen Heal, aber ich heile mich trotzdem, weil ich's kann. Moin mal wieder. Also gestern die Ergebnisse. Aquafire 74%. Günthers 76%. Und ihr habt euer Training abgeschlossen. Glückwunsch. Echt, haben wir? Ja, das ist klasse. Ja, yay. Beide Teams nimmt das an. Ah, die anderen auch, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich krieg's selber nicht mit, wenn ich was vorlese. Die Günthers und Aquafire haben den 6. Orden bekommen. Nochmal Go-Getters, 76. Au. Greenleaf trainiert. Aquafire, Todabros. Ich meine natürlich Günthers, ihr guckt euch um. Team Exe, ihr helft Amos One im Twilight Lake. Der Shadow macht da Ärger. Amos One? Ich hoffe, sie ist okay. Und Go-Getters, also Bären sammeln. Schon wieder? Ja, das war's. Natürlich nochmal derselbe Dungeon. Einerseits könnt ihr froh sein, dass ich euch hier nicht mitgenommen habe, andererseits nicht. Ich habe einen etwas anderen Weg genommen, Umweg, deswegen hat es schon ein paar Minuten gedauert. Dafür habe ich ein Münzamulett und eine Flingklaue mitgenommen. Ja, lasst uns wieder die Bären sammeln. Okay, lasst uns zurückgehen. Alter, ist das spannend. Das einzige Level, das ich bekommen habe, war 1 auf Dratini. Mal wieder Amos One und Team Microsoft haben den See gut beschützt. Der Schatten ist von da verschwunden. Also ist es nicht möglich, das nächste Ziel festzustellen. Außerdem die anderen Gilden Kanto, Johto und Hoenn senden Rettungsteams, um zu helfen. Außerdem Glückwunsch, Greenleaf. Ihr habt das Training in allen Sektoren geschafft. Nehmt den 6. Orden. Wow, yay. Danke. Übrigens, wir haben bald ein Rescue-Arena-Turnier in der Arena-Insel. Und
Team Greenleaf, ihr dürft wieder mal beobachten, genauso wie Aquafire. Günthers und Microsoft, ihr helft Team Dark Moon. Dabei Team Reggie Steel und Reggie Ice, okay, zu beruhigen. Mein Crystal bringt Erinnerungen zurück. Das ist da, wo Reggie Rock war, oder? Ja, ah nein, das war der Berg. Angeline und Rayquaza. Go Getters, trainieren. Wow, neuer Trainingsdungeon. Mal Mann, wenn dieses Spiel nicht bald mal anzieht, dann muss ich so fucking weit los. Hier komm, ich nehme noch ein paar Bären auf dem Weg mit für die Gilde. Weißt du was? Du kannst mich mal. Ihr alle hier. Also nicht die Zuschauer, ihr seid toll, aber die ganzen Pokémon hier, die können mich mal. Ich hätte es auch fast geschafft, von einem von Warbloos in einer Endlosschleife gefangen zu werden, gerade eben, als ich einen Cut gesetzt hatte. Ich war bei einer Heilpflanze, die in der Sackgasse war, bin zurückgegangen und am Ausgang ist immer ein Warbloos spawned, das mich immer eingeschläfert hat und mir so viel Damage gemacht hat, dass ich wieder zur Heilpflanze gegangen bin. Dann bin ich wieder vor und am Eingang ist wieder Warbloos gespawnt. Und irgendwie nach 3-4 Mal habe ich da auch mal bemerkt, dass es nichts bringt und bin geflohen, anstatt zu kämpfen. Und das hier ist freaking verwirrend. Hier stehen einfach 38 Bäume. Wozu habe ich einen Zerschneider dabei, Alter? Der Stein ist da oben, das habe ich schon gesehen, aber hier komme ich offensichtlich nicht lang. Aber mal mehr ins Laden. Oder habe ich gerade einen Gehirnfurz? Der klassische Gehirnfurz, jeder kennt ihn. Alter. Das Ganze hier könnte schon ein bisschen schneller gehen. Ich glaube aber, ich bin richtig, hier ist eine Heilpflanze. Und das darf ich gleich auch nochmal zurücklaufen, Leute. Alter. Nee, der Trainingsstein ist da unten. Hier. So, es wird sowieso wieder ein Doppelkampf. Wer geht vorne hin? Ja, ich hab hier keinen Bock. Ich mache einfach. Nächste Runde. Oh, oh, 4 Gegner. Gestein. Ich würde sagen. Oder bist du schon Typ Unlicht? Ich muss es riskieren. Das Ding muss auf jeden Fall. Ja, nee, ist es nicht. Dann kann ich beide diese Runde einfach wegrecken. Nee, nee, schon dahin. Oh, wirklich? Das bringt euch doch nichts. Wenn ihr den mal. Warte, die werden wahrscheinlich die nächste Zitrusbeere nutzen, oder? Oder haben sie schon alle rausgehauen? Kann ich mir vorstellen, würde mich nicht wundern. Ja, der Kampf hier so schwer wie immer. Jetzt darf ich nochmal den Dungeon zurückrennen. Das ist so verdammt unnötig. Diese letzten zwei, nicht drei... Die drittletzte war noch interessant. Vor allem habe ich jetzt auch die zwei Folgen mal wieder direkt hintereinander aufgenommen. Die ganze Zeit in der Hoffnung, dass endlich was passiert. Und ich nicht die ganze Zeit trainiere und Bären sammel. Man merkt auch, das Training funktioniert perfekt. Ich renne hier einfach vor 90% der Pokémon weg. Hier übrigens mal. Ja, sind noch nicht alle auf Level 26. Ich hätte eh nichts anderes benutzt, du Keck.
Kein Bock auf dich. Okay, ich bin ziemlich weit. Zack, du bist Two-Hit. Man kann auch sagen, du bist ein Opfer. Zack, du bist Two-Hit. Man kann auch sagen, du bist ein Opfer. Hätte fast für ein Level gereicht. Du wirst das Level, oder? Ja. 26. Oh, natürlich. Ein Donnerschock war ja echt kacke. Ich dachte, das hätte 60. Dann war es kein Wunder, dass das wirklich nur Scheiße war. Ja, mal wieder Spaß. Also erstmal Team... Oh, hat mal richtig gesagt. Günther und Microsoft haben Registry und Regice beruhigt. Außerdem Glückwunsch, Go-Getters. Ihr habt alle Trainingssektoren geschafft. Wirklich? Die anderen Teams klangen so, als wären die schon seit einem Jahr gefühlt hier. Und ich hab den jetzt einfach so in ein paar Minuten geholt. Und nochmal Glückwunsch, jetzt die Pflichten. Aquafire und Günthers, ihr werdet zum Twilight Lake. Axel und Greenleaf, ihr werdet hier überwachen. Go-Getters, ihr sammelt Bären. Und der Schatten wurde für eine Zeit nicht gesichtet. Hey, Go-Getters. Was? Ihr geht zum Shadow Valley, richtig? Ja, wir sind... Seid vorsichtig, da sind viele Treibsandstellen. Echt? Ja, Pikachu. Das stimmt wahr. Ihr müsst schon vorsichtig sein. Ey, Cynthia, danke. Okay, jetzt verpisst euch. Gut. Vielleicht passiert dann hier auch endlich mal wieder was. Und das, die erste komische Grafik nach 2 Metern. Die zweite komische Grafik. Nur komische Grafiken. Die Heilung habe ich jetzt echt gebraucht. Hallo? Gibt's hier auch wilde Pokémon? Das hat gedauert. Ach, hätte ich mir auch denken können, dass hier Bodenviecher rumrennen. Cool, das heißt, ich kann jetzt hier weder Pikachu noch Flamly trainieren. Die beiden, die es eigentlich nötig haben. Also nötig, muss ich sagen, hat es jetzt ja eigentlich keiner so wirklich. Wirklich, und jetzt kommt hier scheiß Pflanze. Willst du mich verarschen? Alter. Sobald ich aufwache, ich zünd deine Familie... Komische Geräusche. Die dadurch entstehen, wenn man mit einem Stift gegen sein Headset-Mikro schlägt. Wetten? So. Ab sofort werden hier wieder Boden-Pokémon auftauchen. Oh, das muss es sein. Der Treibsand sieht nicht aus, als wäre hier Treibsand irgendwo. Naja, Vollriegel hat gesagt, dass sie schwer zu sehen sind. Das heißt, wir müssen alarmiert bleiben. Okay, los. Okay. Kann ich hier jetzt irgendwas verkacken? Ja. Willst du mich verarschen? Und woher soll ich das wissen? Echt jetzt? Ich kann nicht glauben, dass wir schon wieder Beeren sammeln. Und die sehen komisch aus. Na, könnte schlechter werden, weißt du. Lass die uns sammeln. Ich verstehe jetzt nur das mit dem Treibsand nicht. Das war komplett weird. Ja, so früher, desto besser. Je früher, desto besser, aha. Ich bin Klaus. Ich bin der Wächter dieser Wellen. Tal, dieses Tals, ich bin dumm.
Eure Anwesenheit nervt mich. Ich hau euch zusammen. Ja, okay. Läuft mal wieder vollkommen. Ich komme hier in ein Dorf, um Beeren zu pflücken. Kommt einfach so ein Klaus um die Ecke. Klaus, Klaus, Klaus. Und sagt ihr, eure Anwesenheit nervt mich. Ich schlag euch zusammen. Gut, dass ich mit Flemly liede, ne? Scheiße, dass ich mit Flemly liede, ne? Was machst du jetzt mit deinem Erdbeben, du Kek? Wow. Mein Lied war kacke, aber an sich der Bosskampf. Warum kann ich den Ort nicht beschützen? 2-5. Der Schatten. Ich kann die, die von ihm beeinflusst sind, nicht besiegen. Wenn ich nicht mal die Anhänger besiegen kann, habe ich keine Chance gegen den Schatten selber. Schatten. Bitte was? Schatten, ja, wir haben einen. Du hast auch einen, ne? Das ist nicht, was ich meine. Ja, das habe ich auch. Was labern die wir eigentlich? Aber so wie ihr redet, seid ihr gar nicht vom Schatten infiziert? Wir haben schon durch Latios davon gehört. Also ich denke mal, der Schatten sorgt wirklich dafür, dass jeder Angst vor ihm hat. Oh, tut mir leid. Ja, hatten wir schon mal. Genau wie Amazon. Du hast nur den Ort beschützt. Wir wollten ja eigentlich nur ein paar Bären sammeln. Okay, dann beeilt euch. Wow. Das waren alle. Wir sollten zurück zur Gilde. Ja, los. Ich muss sagen, wow, es gab mal wieder einen Bosskampf. Und Flemly hat auf die Schnauze gekriegt. Und dann der Boss. Ja, guten Morgen, Go-Getters. Ihr habt Klausi, den Guardian, den Wächter der Erde, encountered. Jetzt, dass wir wissen, dass Shadow Valley mehr Sicherheit ist, weil es von Wächter bewacht wird. Also deswegen habe ich eine besondere Aufgabe für euch. Ihr werdet zu Winter Hamlet gehen, weil dort sind ein paar Sachen ein bisschen komisch. Vielleicht wurde es beim Schatten angegriffen. Rettet den Chief. Und ihr anderen beobachtet. Wir können den Schatten nicht hierher kommen lassen. Das wäre alles. Was Neues? Story? Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das hier noch dasselbe Spiel? Oh, dieser Knosp ist cool. Und warum zur Hölle hat das auf einmal so wenig Damage gemacht? War das erst ein Crit und ich hab's nicht bemerkt. Und warum rede ich schon wieder so fucking schnell? Alter, du bist so hässlich. Was war das? Lass es uns rausfinden. Mew, sein Vater? Was bist du? Ja, ihr müsst nicht weiter hier gehen. Dreht um, wenn ihr noch könnt. Wir müssen nach Winter Hamlet. Ihr müsst nicht. Der Schatten ist da. Wir wissen, das ist der Grund, warum wir da hingehen. Was? Dann lasse ich euch nicht. Du verstehst es nicht. Wir müssen dahin. Der Chief hat Probleme. Ich kann euch hier nicht durchlassen. Jeder hat seine Persönlichkeit verloren. Wissen wir. Wir könnten sie wieder normal machen. Ich lass euch nicht. Hier kommt eh gleich ein Bosskampf. Also, wie auch immer. Ich kann euch durchlassen. Also, wenn ihr mich besiegen könnt. Auf welchem Slot habe ich gerade gesaved? Nochmal gucken. Heute haben wir den 18.04. Und der älteste Slot ist der um 10.46 Uhr. Nee, das kann schwer sein. 10.46 Uhr habe ich einen. Ist mir relativ schnuppe. Jetzt habe ich auf State 9. Die Kraft vom Vollmond ist bei mir. Nächstes Legi-Battle, wo man am Anfang nur dieses Pikachu sieht. Willst du mich eigentlich verarschen? Der Wächter des Vollmondes. Das ist eine Evoli-Entwicklung. Und ist das Ding Typ Psycho, weil Fee gibt's ja noch nicht. Keine Ahnung.
Ja, das Ding benutzt Mist. Das hätte ich mir... Cool, es benutzt 78.000 behinderte Boost-Attacken. Warte. Hat das Ding außer Konfusion keine normale Attacke? Komm, ein Hit. Das Ding geht auf Doppelteam und Ende. 1000 EP. Gewonnen. 5000, so. Das ist Money. Wow, dann Deal ist Deal. Ich lasse euch durch, aber seid vorsichtig. Warte, was? Was ist? Wer bist du? Ich bin Felina. Ich bin der Wächter. Das ist fast wie Felinara. Ich bin der Wächter des Vollmondes. Aber ich komme nicht hierher, müsst ihr wissen. Ich komme von einem weit entfernten Ort, Sinnobeln genannt. Sinno? Ja, Sinno. Ich habe eine Aura, die die Zerstörung dieser Region bedeutet, gefühlt. Deswegen bin ich hierher gekommen. Ich suche jetzt Lösungen, wie man die Zerstörung stoppen kann. Meine Intention ist, die Guardian-Drachen zu fragen, die Wächter daran, aber sie haben... Ja, ne? Wir wissen das, aber... Das ist traurig, aber... Wenn wir auch wie ein Wächterdrache agieren, dann können wir das Problem selber lösen. Okay, dann... Ich habe euch lang genug aufgehalten. Ich muss auch weg. Vielleicht treffen wir uns wieder. Ah ja, ich habe vergessen. Das ist meine physische... Physical ist doch physisch, ja. Mein physisches Aussehen, wenn ich Sinnoh verlasse. Das ist nämlich Cresselia, das Kackvieh. Echt? Ja, in Sinnoh bin ich als Cresselia bekannt. Tschüss. Okay. Ich sagte doch auch vor 2 Sekunden noch Cresselia. Wobei ich ehrlich gesagt finde, dass das jetzt cooler aussah als ein Cresselia. Ja, komm, wenn du hier eh schon bist. Sag, ich suche eigentlich nur eine Heilpflanze. Was ist das? Das ist Bullshit. Nein. Ja. Danke. Gluda! Dann halt, oder? Warte, ich will die Term jetzt schon bekommen, auch wenn ich keinen Bock auf die Encounter habe. Ich meine, eine Term ist eine Term und ich habe keine Ahnung, wie oft ich noch hierher komme. Ich meine, wenn man mit einberechnet, dass man jeden Dungeon in diesem Spiel 89 Mal besucht, vermutlich noch ein paar Mal, aber... Wow. Aber tatsächlich nein, das Moveset von Endivir finde ich verdammt gut. Und ich habe Sonnentag auf Flemly rausgenommen, sonst hätte ich mir das überlegt. Da haben sich wahrscheinlich auch eh schon viele gedacht, warum habe ich das überhaupt rausgenommen. Ich bin halt kein Spieler davon und Flemly tankt nicht viel. Der hat oft nicht die Zeit, um das gescheit zu nutzen. Und ich konnte ja auch nicht riechen, dass ich hier jetzt... Oh. Hilfe! Noch ein Endivir. Hilfe, jetzt helft mir doch! Alles klar. Also im Moment werden die Bosskämpfe übel gerusht. Kann es sein, dass das der dritte... Wow, siehst voll bedrohlich aus. Das ist der dritte Boss in dieser Folge. Und anscheinend wieder kein sehr stark. Ich werde euch alle umbringen. Jetzt greif an. Danke. Yay, level up. Ah, mein Kopf, was ist los? Günther, wir müssen weiter, wir müssen den Schief retten. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.